Hallo Leute und willkommen zu meinem 1000 Abonnenten Special, endlich. Ich kann es nicht fassen, dass ich die 1000 Abonnenten endlich geknackt habe. Dankeschön. Und, also das war jetzt nicht ironisch gemeint, ich liebe es einfach, dass ich die 1000 Abonnenten geknackt habe. Und als Belohnung gibt es für euch diese Adventure Map, Crazy Oars. Diese Adventure Map besteht hauptsächlich daraus, dass ich alle vorhandenen Erze komplett umgeändert habe, dass man sie nicht wiedererkennt. Sozusagen, dass man das Erz- und Abbauerlebnis neu entdecken muss. Und ich habe auch ein paar Erze hinzugefügt. So, diese Map benötigt das Crazy Ores Resource oder Texture Pack eigentlich. Ich sag Texture Pack, weil es keine Sounds verwendet. Und das, wenn man die Map downloadet, ist das direkt mit drin. Da ist ein Weltenordner und naja, das Texture Pack dazu. Man muss beides haben. Ich konnte die nicht ineinander mit implementieren, weil sonst könnte ich Items nicht umbinden und sowas. Aber ich denke, das stört einen nicht. Am Ende, wenn ihr dann, oder wenn ihr wirklich verzweifelt seid oder wenn ihr fertig seid mit der Map, dann könnt ihr wirklich auch einfach das Texture Pack ausstellen und schauen, was es so, was die Erze in Wirklichkeit waren. Das ist aber spaßverderbend, wenn man es mittendrin tut. So, diese Adventure Map, also es ist einfach eine normale Survival Map. Aber, wie gesagt, alle Erze wurden umgeändert. Aber das allein reicht natürlich nicht. Ich habe auch ein paar kleine versteckte Dungeons gemacht. Ich glaube, es gibt insgesamt 5 oder 6 kleine Sachen zu entdecken. Dort, wo man spawnt, an der Oberfläche einfach ein bisschen rumlaufen. Da findet man ein paar Artifacts, würde ich mal sagen. So ein paar kleine Sachen. Und, naja, unter anderem gibt es auch einen Händler, der etwas in der Nähe von dem Fluss ist. Aber dafür sage ich noch nicht so viel. So, außerdem, was auch sehr auffällt, in der Mitte, dort wo man spawnt, ist ein seltsamer Ständer mit einem Dispenser oben drauf. Das ist der Crafting Table. Man kann ihn nicht bewegen und wenn man ihn abbaut, muss man einfach nur wieder richtig rum draufstellen. Dann kann man ihn weiterhin verwenden. Man kann ihn einfach wirklich zum Craften von Sachen benutzen. Ich blende hier einfach mal alle Crafting-Rezepte ein, die ich da implementiert habe. Und dann, ja, also das blende ich jetzt kurz ein und gebe dazu mal ein kleines Kommentar. So, als erstes Crafting-Rezept haben wir das Crafting-Rezept eines Diamanten. Dafür benötigen wir ein paar verschiedene Erze und sowie Glowstone. Damit können wir uns so Diamanten craften. Als nächstes das Crafting-Rezept von Hyperkeksen. Nämlich kann man dort einfach sozusagen Kekse verbessern und Hyperkekse machen. Was die genau machen? Tja. Als nächstes hier das Crafting-Rezept für ein starkes Schwert. Und ich werde euch nicht verraten, was das für Mineralien sind, sonst ist der Spaß verdorben. Aber hier das Crafting-Rezept für das Schwert. So, hier ist das Crafting-Rezept von einer ganz besonderen Maschine, die einen das Graben erleichtert. Hier ist einfach das simple Crafting-Rezept eines Apfels, weil ich will, dass man Äpfel craften kann. Einfach da aus Laub, das ist ziemlich cool. Da könnt ihr euch Äpfel craften. Und hier ein geheimes Crafting-Rezept. Es ist zwar ziemlich simpel, aber ziemlich genial. Damit könnt ihr euch was super Tolles craften und ich fand's schon ziemlich cool. Soweit, so gut. Das war mein 1000 Abonnenten-Special, die Adventure Map. Es folgen noch mehr 1000 Abonnenten-Specials, weil ich 1000 Abonnenten so feiere. Wie gesagt, Download-Link in der Beschreibung. Downloadet ihr euch eine ZIP-Datei, wo erstens das Texture-Pack und zweitens die Welt drinne ist. Einfach einfügen. Außerdem, die Map ist noch nicht ganz fertig. Vielleicht erweitere ich die auch noch um einige Stücken. Und ich wäre euch wirklich sehr verbunden, wenn ihr ein Let's Play dazu macht. Das wäre unheimlich geil von euch. Ihr seid meine Lieblingsabonnenten. Und nun ja. Also, das ist jetzt eine tolle Survival-Adventure-Map, wo ihr einfach neue Erze entdecken könnt. Sie müsste eigentlich Multiplayer-kompatibel sein. Und ja, sie sollte eigentlich schon Multiplayer-kompatibel sein. Und wenn ihr natürlich Bugs findet oder so, in die Kommentare damit. So, und wenn euch das gefallen hat, dann gebt mir doch einen Like. Es würde mich unheimlich freuen, wenn ihr mich unterstützt. Ciao!